Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren kleinen Guide zu Sons of the Forest. Heute zur Gästeschlüsselkarte und wo ihr diese finden könnt. Ich stehe hier im Sauwetter. Egal bei Wind und Wetter, ich mache einen Guide für euch und deswegen zeige ich euch jetzt hier auf dem GPS. Ich befinde mich jetzt hier an dem Eingang zu einer Höhle. Und zwar, ich zoome mal raus, wir befinden uns jetzt ziemlich genau hier auf der Karte. Ihr seht das unterhalb des Berges und zwischen den Stränden hier, nicht weit von einem kleinen Fluss. Und das ist eventuell sogar der erste Bunker, den ihr findet, wenn ihr hier in der Nähe im Wald gestrandet seid, so wie ich. Denn da ist tatsächlich da oben die Absturzstelle, an der man unter anderem landen kann zu Beginn des Spiels. Und hier in diesem Bunker finden wir eine Schlüsselkarte. Wir brauchen allerdings, um diese Schlüsselkarte finden zu können, bereits eine andere, und zwar die Wartungsschlüsselkarte. Die müssen wir vorher finden, deswegen zeige ich die euch einmal ganz kurz im Inventar. Ihr seht, hier ist die Wartungsschlüsselkarte und die benötigen wir jetzt gleich in diesem Bunker, um überhaupt an die andere Schlüsselkarte heranzukommen. Wir kommen hier im Bunker tatsächlich in diesen Raum hier, wo ein Drucker steht, und von dort aus folgen wir einfach dem Korridor hier hinten bis ins Licht und von dort aus dann einmal rechts abbiegen. Zack. Und hier ist eine Tür und genau an dieser Tür brauchen wir tatsächlich schon unsere Wartungsschlüsselkarte. Also wenn ihr die noch nicht habt, dann holt euch erstmal die. Ich habe zu jeder Schlüsselkarte bei mir auf dem Guide, bei mir auf dem Kanal einen Guide dazu. Ab hier müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen, denn in diesem Fitnessstudio hier, sage ich mal, hier lauft ihr Gefahr, auf Gegner zu treffen. Hier sind doch einige anzutreffen und ihr müsst euch hier eventuell ein bisschen durchkämpfen. Also hier jetzt bei mir natürlich keine Gegner, aber wie gesagt, es sind hier einige schwierigere Gegner anzutreffen. Also, wenn ihr die alle erledigt habt, dann geht ihr einmal durch diesen Wellnessbereich in den hinteren Raum hier, wo wir jetzt die Treppen hochgehen können. Links oder rechts ist völlig egal. Wir gehen einfach hier einmal die Treppen hoch und kommen dann hier in die Pool Area. Also echt nicht verkehrt hier dieser Bunker. Hier lässt sich's aushalten, beziehungsweise hat es sich womöglich mal aushalten lassen. Und dann geht's hier hinten an der Pool Area vorbei, wie gesagt, in einen Club. Und hier in diesem Club können wir auch jetzt hier in den hinteren Bereich gehen. Einmal hier ganz nach hinten durch und dann findet ihr hier eine Gruppe sitzen und diese Gruppe hat tatsächlich die Schlüsselkarte, die wir suchen. Da ist sie, die sammeln wir an der Stelle mal ein und da ist sie, die Gästeschlüsselkarte. Sammelt sie ein und ihr habt sie für den Rest des Spiels sicher. Das war's schon mit diesem kleinen Guide. Ich hoffe, er hat euch geholfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal und dann sehen wir uns hier mit noch mehr Guides zu Sons of the Forest. Bis dahin. Und tschüss.